Und danach war 2003 ein Auftritt und 2005 haben wir Elisabeth angefangen und 2006 nochmal und jetzt haben wir 2007. Guck mal, pass auf, wir haben Jubiläum. Fünfjähriges. Vielleicht hätten wir was vorbereiten sollen. Ja, und die Leute sehen auch so aus, als würden sie irgendetwas Spektakuläres erwarten. Oh. Wir hatten da was. Du meinst? Ja, genau, aber... Wollt ihr das wirklich sehen? Oh,
Dann gehen wir mal zum Programm zurück. Und wenn ich das bis jetzt
richtig verstanden habe, dann ist das ja eigentlich so, dass der Topstar grundsätzlich mal Applaus kriegt. Auch wenn das Ensemble die eigentliche Arbeit macht, kriegt der Topstar den Applaus. Und zwar, sobald er auch nur auf die Bühne kommt oder den Mund aufmacht oder in der Nase bohrt oder sich auf den Schatz die Schnürsenkel bindet, vollkommen egal. Und wenn er dann endlich wieder von der Bühne runtergeht, dann kriegt er nochmal so richtig Applaus. Bingo! Das Ganze geht doch nach vorne und her. Meine Damen und Herren, die Mädchen, die heißen, ich sag, wo sind hier die für den Fotos? M-S-M-E-J-A-K-U. Und ich bin! Ja, das ist jetzt einmal wieder typisch. Also wenn jetzt hier in dieser kleinen Welt, die ich gerne die Realität nenne, man kann auf die Idee kämen, so eine Nummer abzuziehen. Hier so ein Verhalten. Der würde doch sofort abgestempelt, Schuckelmann, Schweinearschloch vom Dienst. Aber hier auf der Bühne, mit komischen Rüschenhänden, jedem Mal ist das plötzlich vollkommen in Ordnung, dieser Supermachismo hier oder was? Das sind keine Machos. Nee, das sind Machschnitten. Nein, sondern charmante Dämmen. Schauspiel und Tanz ausgebildet. Früher konnte sich das nur Mädchen aus gutem Hause erlauben, heute nur die, die 5000 Euro im Jahr dafür übrig haben. Eine Takasien ist anmutig, stolz, schön, elegant, ein wahres Juwel für ihren Partner. Also, um das mal mit einem Wort zusammenzufassen, ha. Eine perfekt kleine Hausfrau. Das sind wir, was? Was machst du denn da, Hermann? Was ist denn, wir denken halt eher praktisch. Ihr unterschätzt die Mädels. Nein. Ihr könntet keine von denen halten. Jetzt hau ab. The French are glad to die for love. Also ich würde sagen, wir holen uns einfach jetzt einen
den Leute von Takalaska machen Musicals. Dinge wie Elisabeth vom Winde verweht oder Evergreen Lady Has Come. Das machen wir natürlich auch, aber ein weiteres Außenbeschild sind die Sparkling Review Shows. Yeah, sparkling my ass. Das ist nämlich das, wo die dann rauskommen. Unsäglichen Ufoli-Pizza-Smokings in den abnormsten Farben. Zu passen, frisch für Wiener mit allen. Du meinst das, wo die auch noch diese toten Vögel auf dem Rücken haben? Hunderte. Tausende. Lausch. Übertreib dir jetzt nicht mal ein bisschen. Ja, vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Aber ich kann diesen ganzen Hype einfach nicht ernst nehmen. Ja, wirklich, meine echten Männer. Das ist ein bisschen was, Leute. Echte Männer. Ja, dann würde ich ja der nächste Punkt mit die Spreule machen. Ist das endlich das Freibier? Nein. Oder vielleicht wenigstens den Line-Dance. Nein. Das war warm. Aber hallo, Aber? Oh, wir haben noch den Otto Koyaku-Stair-Dance. Ja, da vorne bist du klein. Wir brauchen aus den Treppen, wenn wir noch so unseren Spaß haben. Denn ihr beide werdet sein, was echte Männer so alles drauf haben, im Gegensatz zu dem Otto Koyaku. Wie soll das jetzt sein? Thank you.
der Basiskammern arbeiten. Voll subjektiv. Dann fragen wir doch einfach das Publikum. Findet ihr, dass die Männer einen extra Applaus verdient haben? Ich habe jetzt einfach die Schnauze voll von Tackerer, Bärhaut und so Blut. Das wächst mir eigentlich Geld dafür, dass ich mich hier zum Affen mache. Anschi, ja. Jetzt, nachdem wir schon einiges gesehen haben, fragen wir uns alle natürlich, was steckt hinter Romans Kackenmail? Und dafür hast du mich jetzt auf die Bühne geholt. Evi? Naja, irgendjemand muss doch hier irgendwas machen. Die da hinten brauchen umziehen sein. Meine zwei Co-Moderatoren sind... Ach, vergiss mir das Thema. Und ich kann keine Witze erzählen. Versuch doch mal den mit dem Bagger. Jetzt hast du mir die Nase versaut. Also, bei Romans Kackenmail läuft es eigentlich genau so wie in allen anderen Gruppen auch. Jeder macht das, was er möchte, bis die Spaßbremse kommt und sagt, dass das geschafft werden muss. Also hast du Roman so eine strenge Hand. Das willst du nicht sagen, weil denn... Würde ich so nicht sagen wollen, denn... Denn eigentlich möchte ich nur nicht dafür uns blamieren. Blamieren? Was Tolles ein! Ja, nicht hier. Bei Takada Super lassen sie auch die Mutter Toyako als Mädchen auf die Bühne. Ja! Nein, eine Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt. Das ist nicht krank. Das ist längst nicht so krank wie das, was sie dann anhaben. Ich soll das nicht beschlossen, ich kann mir das nicht vorstellen. Du willst das sehen. Nein, du bringst jetzt keine Handlungsmaffe. Okay. Nein. Doch, das ist einfach nicht sehen. Okay, gib mir ein Törtchen. Das denkt, dass es ein besser Kerl ist, auf die Bühne gestöckelt kommt. Und krampfhaft versucht, niedlich auszusehen. Augen zu klimpern und den Arsch zu wackeln. Ach komm schon, du weißt, Anschi würde das Haruka nie... Yeah.
Okay, ja, doch vielleicht eine Sache. Und zwar, da ist ja kein großes Geheimnis. Es ist alles nur eine Frage der Technik. Es ist immer die Technik. Schnipp. Thank you.
habt es vielleicht mitbekommen. Wir haben 5-jähriges Jubiläum, theoretisch. Und die breite bunte Masse hinter mir, das sind immer die, die man als Ensemble-Pult zusammenrechnet. Und keiner weiß, wer wir eigentlich sind, dabei sind wir wirklich ein ganz besonderer Mensch. Und deswegen werde ich Ihnen heute vorstellen, die Zeit haben wir nämlich, wir dürfen gerne gehen. Nein, aber es ist zu spät. Dein allererstes Genieß zu mir. Denise ist ja kurzfristig nur eine andere Tänzerin für uns eingesprungen. Vielen Dank, hast du deinen Job gut gemacht. Als nächstes kommt unser Sahneschnittchen, Kamui.
weil am Wochenende von unserer Generalprobe wir den beiden alle ein, oh, wir sind da auf dem Anime-Marathon. Wir können gar nicht zur Generalprobe kommen. Und ich sagte, okay. Und ich dachte, verarsch mich. Aber sie haben es getan. Und dafür habe ich sehr
Fall einen guten Job gemacht, den Herrn Tanz, den ihr alle mal gesehen habt. Und ich werde euch ihren ersten Tanz nochmal gut. Vielen Dank an die Bande, die man geredet, die mit den Tränen und geschlagen hat. Denn der Tränen für mich. Vielen Dank. Die nächste, die kommt, hat eigentlich gar nichts Besonderes gemacht. Thank you.
2000 Leute. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder auf der Anime-Leitung 2000.